Was gibt es heute? Heute zeigen wir euch, wie man eine Futterbar selber baut. Und wenn du wissen willst, wie das geht und was du alles dafür brauchst, dann bleib dran. Los geht's! Willkommen zu einem weiteren Do-It-Yourself und diese Futterbar bauen wir heute. Wir wollten uns schon länger eine Futterbar zulegen, aber die Qualität der meisten Anbieter hat uns nicht wirklich überzeugt. Deswegen bauen wir uns jetzt einfach selber eine. Eine Futterbar hat den Vorteil, dass die Näpfe nicht ständig durch die Gegend fliegen. Außerdem sieht sie gut aus und da die Katzen etwas erhöht fressen, schont es auch noch ihren Rücken. So, ich würde mal sagen, wir haben genug geredet und wir fangen jetzt einfach mal an. Welches Material brauchst du? Für die Materialien haben wir insgesamt ungefähr 20 Euro ausgegeben. Von der Lasur ist noch jede Menge übrig, sodass man sie eventuell noch für andere Projekte benutzen kann. Oder man baut einfach noch eine Futterbar. Für die Futterbar brauchst du folgendes Werkzeug. Einen Akkuschrauber, Pinsel, Schleifpapier, eventuell eine Raspel, einen Zollstock, ein Lineal, einen Zirkel, einen Bleistift, ein Dübelset, etwas Leim, einen Hammer, eine Stichsäge, dann benötigst du eventuell eine Kreissäge, falls du dir die Bretter im Baumarkt noch nicht zurechtsägen lassen hast. Und zu guter Letzt benötigst du auch noch Zwingen. Für unsere Futterbar haben wir uns für Leimholz aus Buche entschieden. Das Holz ist robust und sieht dazu noch gut aus. Benutzt auf keinen Fall billige Spanplatten, denn dann wird die Freude nur von kurzer Dauer sein. Kleiner Tipp von uns, achtet vor dem Kauf unbedingt auf unschöne Stellen im Holz. Zuallererst haben wir die Näpfe auf dem Holzbrett verteilt. So können wir sehen, wie es später in etwa aussehen soll. Die Näpfe haben einen Durchmesser von 14 cm. Ihr könnt natürlich auch andere Näpfe nehmen. Wichtig ist aber, dass sie so einen überstehenden Rand haben, an dem die Näpfe später aufliegen. Die Näpfe haben wir bei Amazon bestellt. In der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu. Wir haben euch eine Vorlage mit allen Maßen und weiteren Infos in einem PDF zusammengefasst. Dies könnt ihr auf unserer Website kostenlos herunterladen. Auch diesen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt geht es ans Ausmessen. Und da gibt es wirklich einiges zu messen. Damit es hier nicht zu kompliziert wird, ladet am besten die Vorlage herunter. Wir haben zwischen den Näpfen immer 2,5 cm Platz gelassen. Wenn ihr große oder etwas rundere Katzen habt, könnt ihr diesen Abstand auch gerne vergrößern. So hat jede Katze dann auch genug Platz, um in Ruhe zu essen. Ihr könnt die Futterbar natürlich auch verändern, falls ihr mehr oder weniger Katzen habt. Ihr könnt zum Beispiel eine Futterbar mit nur einem oder zwei Plätzen bauen oder eben auch mit vier oder fünf, je nachdem wie viel Platz ihr zur Verfügung habt. Jetzt messen wir die Stellen aus, an denen später die Löcher für die Näpfe ausgesägt werden. Dazu zeichnen wir ein X ein, damit wir wissen, an welcher Stelle wir den Zirkel einstechen müssen. Mit dem Zirkel zieht ihr dann anschließend die Kreise. Und jetzt kommen wir zum spaßigen Teil. Wir ärgern die Nachbarn. Als Führungsschiene für die Kreissäge legen wir ein anderes Brett auf und fixieren es mit Klemmen. Anschließend sägen wir unsere Form aus. Wenn ihr Lust auf mehr Do-It-Yourselfs habt, lasst doch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Als nächstes messen wir die Füße für die Futterbar aus. Unsere Füße werden eine Höhe von 5 cm haben. Auch hier könnt ihr je nach Größe eurer Katzen variieren. Dann kommt wieder die Kreissäge zum Einsatz. Und so sollten die Füße dann in etwa aussehen. Jetzt geht's ans Aussägen der Löcher. Um einen Anfang für die Stichsäge zu bekommen, bohren wir uns erstmal drei kleine Löcher. Jetzt heißt es sägen, 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 bis das Sägeblatt glüht. Am besten benutzt ihr ein ganz neues Sägeblatt. Wir haben den Fehler gemacht und erstmal ein altes benutzt und es hat einfach ewig gedauert.
Mit einem neuen Sägeblatt ging es dann schneller. Dann schauen wir mal zwischendurch, ob die Näpfe schon passen. Sieht gut aus. Jetzt geht's an die Feinarbeit. Um die Löcher schön rund zu bekommen, könnt ihr mit einer Raspel oder mit Schleifpapier arbeiten. Wir haben solche praktischen Schleifaufsätze für den Akkuschrauber. Solche Aufsätze und auch alle anderen Werkzeuge haben wir euch ebenfalls in der Infobox verlinkt. Es ist wichtig, dass ihr das Brett von allen Seiten schön abschleift, damit es später keine scharfen Kanten gibt. Die Füße müssen natürlich genauso abgeschliffen werden. Jetzt geht's ans Dübeln. Selbstverständlich wird vorher ausgemessen. Damit die Dübellöcher schön gerade werden, benutzen wir so eine Dübelhilfe. Mit dem auf dem Bohrer aufgesetzten Abstandshalter kann man genau bestimmen, wie tief das Loch für den Dübel werden soll. Nicht, dass ihr aus Versehen zu tief bohrt und der Dübel später lost in space ist. Wenn die Füße fertig sind, geht es mit dem Brett weiter. Auch hier bohren wir passende Dübellöcher. Da uns das Holz doch ein bisschen zu hell war, haben wir uns dafür entschieden, es in einem dunkleren Farbton zu lasieren. Uns war wichtig, dass die Lasur das Plakett Blauer Engel hat, denn das ist besser für die Umwelt. Dieses Zeichen besagt, dass die Lasur auch für Kinderspielzeug geeignet ist. Und was für Kinder gut ist, kann für Katzen ja nicht schlecht sein. Die Schlitzohren müssen natürlich wieder neugierig sein und gucken, was wir da machen. Tragt die Lasur auch nicht zu dick auf, sondern lieber dünn und dafür geht ihr dann öfter drüber. Ansonsten gibt es unschöne Nasen. Jetzt haben wir die erste Seite lasiert. Anschließend lasst ihr die Bretter dann eine Stunde trocknen. Wir hatten dann nur leider das Problem, dass das Brett an einer ausgelegten Zeitung festklebte. Das hätte man sich wirklich denken können. Am besten stellt ihr zum Trocknen etwas drunter. Wir haben dafür Futterdosen genommen. Beim zweiten Anlauf waren wir dann schlauer. Ihr müsst einfach mal sehen, ob euch die Farbe bereits nach der ersten Schicht Lasur gefällt. Wir haben 4 oder 5 Mal übergemalt, bis es so dunkel war, dass es uns wirklich gefallen hat. Das ist aber Geschmackssache. Von einer bis zur nächsten Lasierung sollten immer 12 Stunden liegen. Wenn nun alles gut durchgetrocknet ist, können wir die Teile verbinden. Wir geben Leim auf die Dübel und platzieren alle 4 Dübel im Brett. Anschließend noch mit einem Hammer festklopfen. Nun werden die Füße festgeleimt und mit Hilfe eines anderen Bretts festgeklopft. Klopft am besten nie direkt auf die Füße, da sie sonst vom Hammer beschädigt werden könnten. Nun fixiert ihr ein paar Bretter um die Futterbar und spannt sie mit Klemm fest. So kann alles gut über Nacht trocknen. Am nächsten Tag könnt ihr die Bretter wieder entfernen. Damit die Näpfe nicht hin und her rutschen und dabei unschöne Klappergeräusche machen, kleben wir nun noch ein paar Gummischoner an die Kreise. Hier müsst ihr ein bisschen rumprobieren. Wenn es immer noch wackeln sollte, kann man die Kleber noch ein bisschen versetzen, solange bis nichts mehr wackelt. Wenn die Noppen nicht so gut halten, könnt ihr sie auch mit einer Heißklebepistole befestigen. Das war aber bei uns nicht nötig. Im letzten Schritt kleben wir noch 4 Gummischoner auf die Füße. So hat die Futterbar eine bessere Haftung und kleine Unebenheiten werden ausgeglichen, sodass die Futterbar nicht wackelt.
Und fertig. Sieht doch richtig gut aus, oder? Jetzt muss die Futterbar aber noch einen Härtetest bestehen. Und zwar die Raubtierfütterung. Kennt ihr eigentlich schon die neue Sorte von Cats Finefood Filets in Jelly? Die Schlitzohren sind ganz verrückt nach Huhn und Känguru. Falls ihr euch die neue Sorte mal genauer angucken wollt, auch diese haben wir euch in der Infobox verlinkt. Wie man sieht, schmeckt es den Schlitzohren richtig gut und sie haben die Futterbar super angenommen. Falls ihr nur zwei und so wie wir keine drei Katzen habt, könnt ihr die Futterbar trotzdem mit drei Näpfen gut nutzen. Den mittleren Platz könnte man als Wassernapf verwenden und die äußeren als Futterplätze. Das hat den Vorteil, dass auch gierige Katzen nicht so schnell voneinander klauen können. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Habt ihr schon eine Futterbar für eure Katzen? Wenn ja, habt ihr sie gekauft oder selbst gebaut? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Falls ihr die Futterbar nachbauen solltet, zeigt uns gerne die Ergebnisse auf Instagram unter dem Hashtag Schlitzohrhaustierkanal. Und hier kommen wie immer die Outtakes. Jetzt hat man die Eisenbahn aber nicht gesehen. Warte doch mal, mein Schatz. Du bist richtig ungeduldig. Wer sagt denn, dass wir alles mit einem Clip haben? Aber ich wollte das doch zeigen. Warte doch mal. Ach, mein Schatz, wirklich. Meckern kannst du echt immer sehr gut. Nee, stopp, nimm mal deinen Finger weg. Ich mach das, Warte. Und zwar ist es hier. Da kann man das gut erkennen. Da sitzt das dann später drauf. Ist ja auch dumm, wenn ich das halte und du mit deinen Fingern nochmal hinkommst. Kann ich das nicht selber Jeder macht das selber. Ich glaube, ich muss mal einen Zirkelkurs belegen. Das Ding ist, ich muss hier aber gleich rüber. Ach, dann fühle ich doch lieber von dort. Warte, ich bin noch nicht so weit. Ernsthaft, Stecker ist nicht drin. Und los. Oh, jetzt habe ich gerade angefangen zu filmen. Kannst du noch ein bisschen machen? Ich mach mal rum. Okay. Oh, alles in mein Auge. Aua. Au. Wenn dir das Video gefallen hat und du noch mehr sehen willst, dann abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst, gib uns einen Daumen hoch und teile das Video mit deinen Freunden. Wir freuen uns über deine Unterstützung.